Moin, ihr Sizzler! Heute wird spießig. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute geht es um das Thema Grillen mit dem Drehspieß. Viel Spaß! Bevor wir jetzt in dieses Technikvideo einsteigen, möchte ich euch ganz kurz sagen, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, ein Video zum Thema Grillspieß zu drehen. Und zwar ist es so, wir haben ja vor einiger Zeit bei Facebook die Gruppe Sizzle Crew. Ich bin ein Hashtag Sizzler gegründet. Und in dieser Gruppe tauschen sich sehr viele grillbegeisterte Menschen auf einer netten Art und Weise aus. Ohne Beleidigung, das ist uns wichtig. Ja, also herzliche Grüße an alle Mitglieder und alle, die es noch werden wollen. Ihr könnt da jederzeit beitreten. Wir schalten euch dann frei. An der Sache ist gesagt, immer mal wieder kommt da eine Frage auf, ob man gewisse Gerichte auch ohne einen Drehspieß grillen kann, beziehungsweise was man beachten muss. Das Ganze findet auch immer wieder in den Kommentaren statt und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns der Sache an und drehen dazu ein kleines Video. Drehspieße an sich gibt es ganz, ganz viele auf dem Markt, ganz viele verschiedene Modelle. Es gibt zum Beispiel so einen ganz kleinen Drehspieß hier, den kann man auf den Kugelgrill aufsetzen. Es gibt auch ganz große zweigeteilte, den kann ich jetzt hier mal aufdrehen, dann sieht man das, dass der tatsächlich zweigeteilt ist. Das ist einer von dem ganz großen Napoleon Pro 825, genau. Der ist also in zwei Teile geteilt. Und es gibt auch noch diverse andere. Fakt ist auf jeden Fall, ihr könnt Drehspieße sowohl im Gasgrill benutzen, als auch auf dem Holzkohlegrill, als auch auf dem Keramikgrill. Also für nahezu jedes Gerät gibt es dort eine Lösung seitens des Herstellers. Genau, beim Gasgrill ist aber, muss gesagt werden, ein Gasgrill braucht, meine ich, immer schon diese Vorrichtung. Also der muss an gewissen Stellen Löcher haben oder Einkerben, um dass überhaupt ein Drehspieß ran kann. Wenn das nicht gegeben ist, dann geht das auch nicht. Die sind immer hier seitlich dran. Genau. Es gibt ein paar Hersteller, die liefern immer schon von vornherein den Drehspieß mit. Es gibt auch ein paar, da kostet der optional noch mal eine ganze Menge Geld. Manchmal auch ein bisschen weniger Geld, kommt drauf an. Und es gibt solche Motoren, die braucht man natürlich auch, damit der Spieß sich am Ende auf dem Gasgrill auch dreht. Oder auch auf dem Kugelgrill. Genau, auch für den hier gibt es einen Motor. Und das Ganze wird immer arretiert über solche Zangen. Das heißt also, euer Grillgut kommt auf den Spieß und wird dann mit den Zangen hier fixiert. So habt ihr die Möglichkeit, dass sich das eben auch ganz vernünftig drehen kann. Wenn das Grillgut dann richtig arretiert ist, sprich nicht mehr rutschen kann, gibt es natürlich auch noch ein paar Dinge zu beachten. Zum einen gibt es bei eigentlich allen Drehspießen gibt es immer so ein Kontergewicht, was wir hier sehen. Das dient dazu, wenn wir jetzt einen Braten oder ein Hähnchen auf den Drehspieß stecken, dann wird das an irgendeiner Seite Übergewicht haben. Also der, wie nennt man das? Der Mittelpunkt des Gewichts quasi liegt nicht genau mittig, sondern irgendwo nach außen verlagert. Und das können wir mit dem Kontergewicht ausgleichen. Genau, sodass das Grillgut sich auch vernünftig und gleichmäßig dreht. Genau, wenn wir das nicht machen, kann man sich das vorstellen. Ich mache das mal hier fest, dieses Kontergewicht, so. So, wenn ich jetzt dieses Ding so halte und dieses Gewicht ist sozusagen das Gewicht meines Grillguts, dann passiert Folgendes an der Stelle, es platscht so runter und der Spieß dreht sich einmal schnell, dreht den Motor mit und das wollen wir nicht, weil wir ja von allen Seiten gleichmäßig die Garung haben wollen. Sprich mit dem Kontergewicht ganz wichtig, unbedingt einstellen, dass ihr ungefähr die Mitte des Gewichtes auch wirklich mittig auf dem Spieß habt, dann dreht sich das schön gleichmäßig. Dann ist es so, so ein Motor hat immer zwei Laufrichtungen. Wenn ich einmal drücke, dreht er sich so rum, wenn ich das nächste Mal drücke, dreht er sich so rum. Sprich, ich sollte darauf achten, wie dreht sich das denn, wenn ich mit dem Heckbrenner arbeite zumindest. Da ist es nämlich so, wenn ich in meinem Gasgrill hinten den Heckbrenner zuschalte, dann sollte ich immer die Drehrichtung weg vom Heckbrenner wählen. Das heißt auf einen zu, wenn man vorm Grill steht. Wie rum ist das dann? Ist das dann rechts rumdrehen? Wenn ich am Motor stehe, rechts rum. Ja, ich glaube auch. Wenn ich am Schenkel stehe, links rum. Das wäre dann die richtige Drehrichtung. Man sieht es ja im Prinzip, wenn man vorsteht. Ja. Das muss einfach, also es soll so sein, dass das Fett und die Flüssigkeit, die beim Braten durch die Hitzeeinwirkung freigesetzt wird, das soll sich quasi, wenn sich das so dreht, immer entlang des Grillgutes drehen, sodass ich einen kontinuierlichen Fettlauf habe und das Fett eben am Fleisch bleibt, nicht einfach runtertropft und es saftiger bleibt. Das ist ja auch der Vorteil vom Grillen mit dem Drehspieß und dem Heckbrenner. Genau das Thema, dass eben, wenn man zum Beispiel eine Kruste bilden will oder wenn es saftig bleiben soll, dadurch, dass das Fett immer weiter läuft, bleibt das Gargut sehr, sehr saftig. Und das Fett sorgt halt dafür, dass es eben saftig ist. Genau. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wer einen Heckbrenner besitzt, hat schon mal eine Top-Voraussetzung. So ein Heckbrenner sorgt nämlich zum einen für Strahlungswärme, also direkte Strahlungswärme aufs Fleisch. Gleichzeitig aber, wenn wir den Deckel vom Grill schließen, auch für eine konvektive Wärmeströmung, also eine Umluft quasi im Grill, sodass wir
einmal die Strahlungshitze haben und das Fleisch garen, gleichzeitig aber auch generell eine Umluft, eine Temperatur im Grill haben und das Fleisch damit auch noch indirekt quasi garen. So reicht es meistens auch aus, nur den Heckbrenner zu aktivieren, genau, um sein Gargut oder sein Grillgut zu garen. Jetzt kommt aber auch immer wieder die Frage, und deswegen, das war eigentlich der größte Aufhänger dieses Videos, kann ich das auch machen, wenn ich keinen Heckbrenner habe, beziehungsweise wenn ich einen Drehspieß habe, aber eben diesen, genau, diesen Heckbrenner, der fehlt mir im Grill. Ja. Die Antwort ist ja, das funktioniert. Es ist allerdings ein bisschen umständlicher, denn ihr habt folgendes Problem, wenn ihr einen Drehspieß einhängt. Ihr könnt ja nur mit den Brennern arbeiten, die unten im Grill verbaut sind. Und so würde quasi das Fett auch in die aktiven Brenner reintropfen. Heißt, ihr habt immer wieder Fettbrand, eigentlich sehr unangenehm. Deswegen empfehlen wir euch da, stellt einfach eine Schale drunter. Dann kann das Grillgut sich drehen, aber eben das Fett in die Schale tropfen. Problem an der ganzen Geschichte ist, ihr kriegt quasi keine direkte Strahlungshitze, sondern ihr habt dann die konvektive Wärmeströmung. Genau, und dann habt ihr, also wenn ihr einen Deckel drauf habt, quasi auch da, es zirkuliert die Hitze, aber ihr habt eben nicht diesen direkten Kontakt. Deswegen ist die Lösung zwar machbar, aber nicht so cool, ehrlich gesagt. Und was man an der Stelle vielleicht auch beachten sollte, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, einfach das Grillgut zu nehmen und indirekt zu platzieren, ohne irgendeinen Spieß, und könnt es dann auch machen. Also sprich, wenn jemand sagt, ich habe Bock auf Gyros, haben wir mal ein Video zu verfilmen, wie man das macht ohne einen Drehspieß. Das heißt, das Grillgut wird zusammengesteckt und indirekt gegrillt, funktioniert auch, ist natürlich nicht vergleichbar vom Ergebnis her, aber für jemanden, der sagt, ich habe die Möglichkeit nicht, ich möchte es aber gerne unbedingt essen, ihr könnt das auch so machen. Genauso wie unser Porchetta-Video vor kurzem, die Kruste war wirklich phänomenal geil mit Drehspieß. Ihr könnt das Gericht aber durchaus auch ohne machen. Ja, wie ein Krustenbraten. Den Krustenbraten oder das Porchetta einfach nur indirekt platzieren. Ja, also ich glaube sogar, die Kruste wird dadurch gar nicht mal schlechter. Wir haben vielleicht am Fleisch nicht so schöne Röstaromen, wie wenn wir eben auch diese Strahlungswärme haben. Dennoch wird es über die Zeit bei der indirekten Wärme natürlich auch schön braun und kriegt Röstung. Also ja, wer jetzt keinen Drehspieß hat, nicht die Möglichkeit hat, einen Drehspieß zu verwenden, auch keinen Heckbrenner hat, guckt euch trotzdem unsere Drehspießvideos an, denn ihr könnt das alles adaptieren und ohne Drehspieß auch machen. Fast immer geht das. Genau, das war wahrscheinlich sogar nochmal die wichtigste Frage von euch da draußen, was mache ich, wenn ich ihn nicht habe. Gibt es noch was wir vergessen haben? Das ist mal schön bei diesen Talkies, dann müssen wir es improvisieren. Eigentlich bin ich der Meinung, haben wir nicht wirklich was vergessen. Doch, eine Sache noch. Es gab neulich mal, als wir das Porchetta gedreht haben, gab es auch noch eine Frage, auf die gehe ich nochmal ganz schnell ein, dann sind wir auch am Ende. Nämlich, wir haben gesagt, Heckbrenner, volle Pulle. Und dann hat uns einer in Kommentaren gefragt und auch per Mail nochmal geschrieben, ja wie, volle Pulle jetzt oder nicht, weil mein Grill ist dann bei über 200 Grad. Antwort, ja, volle Pulle. Ja. Und wenn das Porchetta dann schon nach einer Stunde oder der Braten, was auch immer ihr am Spieß macht, schon etwas früher fertig ist, ist das ja nicht weiter schlimm für euch. Im Gegenteil, da habt ihr etwas schneller das Essen. Und wenn ihr merkt, es wird zu dunkel, die Farbe wird zu dunkel, könnt ihr den Heckbrenner immer noch runterdrehen. Aber genau, zu Beginn auf jeden Fall erstmal volle Pulle. Lasst das Ding laufen, schaut ab und an mal nach und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Am Ende habt ihr Augen, ne? Und die Augen, die sagen euch schon, wie es denn aussieht und wie es denn passt. So, das war's Wort zum Sonntag. Genau. Also, sehr gut. Wir hoffen, euch damit ein bisschen weitergeholfen zu haben, euch so ein bisschen die Angst genommen zu haben. Ihr müsst nicht unbedingt jetzt einen Grill kaufen mit Heckbrenner und Grillspieß, ihr könnt es auch ohne machen. Und wir freuen uns natürlich über weitere Kommentare. Wenn euch noch auf irgendwas offen ist, schreibt es einfach unten rein oder tretet der Gruppe bei Facebook bei. Genau. Sizzle Crew, ich bin dein Hashtag Sizzler. In dem Sinne, Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren und so weiter. Wir sehen uns. Tschüss. Macht's gut, ciao.